Hallihallo, ihr Lieben. Hier ist die Andrea aus Andalusien und heute ist so ein geiler Tag. Frühling, Frühlingsgefühle, Seelenbunt, alles ist schön, la la la. Und als ich heute Morgen mit den Hunden spazieren gegangen bin, habe ich gedacht, ich mache heute mal eine seelenbunte Legung für euch. Ja, eine seelenbunte Legung und zwar eine Happy. Ein Happy Reading sozusagen. Und ich habe dafür bunte Karten verwendet. Ganz bunte Karten. Also auch schöne Karten. Also was heißt schöne, aber halt freudvolle Karten, ne? Also es ist ein Happy Reading, ein Freude-Reading, ein seelenbuntes Reading, ja? Und ich habe dafür jetzt als erste Karte zum Aussuchen das Secrets Language of Color Cards genommen. Dann habe ich die Judith Berchi-Lenormand Karten verwendet und das Illuminated Tarot. Ja? Und die sind alle buntig, ne? Und freudvoll. Und gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist. Wie immer, also lade ich euch ein, mitzumachen. Bei der seelenbunten Kartenlegung. Und ja, ihr dürft wieder aussuchen. Ich habe hier unten die Bedeutung, die ist zwar auf Englisch, aber ich habe sie vorsichtshalber abgeklebt, weil ich nicht will, dass ihr euch ablenkt. Es geht jetzt darum, dass ihr ganz intuitiv wieder entscheidet, welches von den drei Kartenhaufen ihr auswählt, ja, welche Karten ihr ziehen wollt. Ganz intuitiv. Nicht nach der Schönheit der Bilder, sondern was euch jetzt direkt anspricht. Ja, kann man die jetzt alle auch gut sehen? Warte mal, ich rück die noch mal ein bisschen so. Ich glaube, die ist nicht so ganz sichtbar. Also wie gesagt, intuitiv, nicht nach der Schönheit der Karte. Das, was als erstes kommt, ja. Da diesen Haufen könnt ihr euch dann auswählen. Ich lasse euch 2 Sekunden Zeit oder drei. Okay, wenn ihr noch länger braucht, dann könnt ihr das Video ja anhalten. Und wenn man intuitiv wählt, sollte man ja eigentlich auch nicht so lange brauchen. Ich lege jetzt mal die ersten 2 Haufen weg. Und dann gucken wir mal, was hier so anliegt. Okay, machen wir das mal ab. Da haben wir ja die Orange, also die Orange. Und die sagt uns, nurture yourself. Also, nähre dich selbst oder ja, sowas in der Art. Also sei gut zu dir im Endeffekt. Und dann haben wir die Königin der Stäbe. Ah, und den Goggle, den Weckruf. Das ist ja interessant. Dann haben wir von den Lenormand-Karten den Herren, das. Ja, hätte ich jetzt definieren sollen. Also ich würde das jetzt als den Herzmensch sehen, weil hier nämlich nebenan auch die Fische sind. Und die Fische, wow, die Fische sind ja immer Fülle und eigentlich finanzielle, aber auch emotionale Fülle für mich. Und bei dem Deck von der Judith ist es ja auch die emotionale Fülle. Also ist das jetzt der Herzmensch, ja. Der Herzmensch, vielleicht sogar beides, der Herzmensch und auch du. Gucken wir mal, was die Karten sagen. Also der Weckruf, also diese Karte ist ja, die hatte ich ja, glaube ich, schon mehrmals gelegt, auch in öffentlichen Legungen. Interessant. Das ist ja das Gericht, das jüngste Gericht sozusagen, also die große Arkane im Tarot und auch gleichzeitig die 10 der Schwerter, wo ja jemand normalerweise auf dem Boden liegt mit den Schwertern im Rücken und eigentlich tot ist. Ja, was aber eigentlich bedeutet Transformation oder Neubeginn oder es muss was beendet werden, damit was Neues anfangen kann. Ne? So. Und der Weckruf ist eigentlich das, genau das. Es geht gerade, also du sollst aufwachen aus deinem Tiefschlaf, es ist ja jetzt auch Frühling, passt ja hervorragend. Es ist ja Frühling, Leute, bei uns zumindest, ja, in Andalusien. Und also, steh auf aus deinem Winterschlaf, du bist nicht tot. Steh auf, hör den Ruf
und werde zur Königin der Stäbe. Das ist eine ganz tolle, die hat ganz tolle Eigenschaften. Guckt, sie siehst ja auch, das ist die Sommerkönigin sozusagen, die hat hier lauter Blumen und sie hat auch die Katzen. Das bedeutet zum einen ja, dass sie sehr intuitiv einerseits ist, aber die Katzen, ihr wisst ja, die Leute, die Katzen haben, sind auch sehr eigenständig und sehr ein bisschen schwierig, weil sie eben genau wissen, was sie wollen, ja. Und die Königin, die weiß, was sie will und die setzt es auch um, ja. Und du darfst jetzt aufwachen und diese Königin werden und es umsetzen, ja. Und da passt diese Nurture-Yourself-Karte ganz gut, ja. Guck jetzt erstmal nach dir, wach auf in dich hinein, ja. Und guck, wer du bist und hol deine ganze Stärke heraus, deine ganze, was du bist. Und du bist anscheinend die Königin der Stäbe, nämlich kraftvoll, freudvoll, du liebst das Leben, du setzt um, alles um direkt, was dir in den Sinn kommt. Und du bist auch voll im Herzen, ja. Und du kannst Dinge erblühen lassen. Und du bist eigenständig, ganz wichtig. Du bist sehr eigenständig, was auch gut ist, weil nur so kann, ja, nur so weißt du eigentlich auch, wer du bist, ja. Und diese Karten fordern dich jetzt auf, und das ist ja Frühling, eben aufzuwachen in dich hinein, würde ich sagen, ja. Und deine Seele wirklich erblühen zu lassen, das, was in dir steckt, nämlich diese wundervolle Königin. Guck mal, da ist ja auch noch ein Löwe oder ein Tiger. Der ist ja auch total kraftvoll. Also du kannst jetzt in deine Kraft kommen, wenn du eben dich selber auch näherst. Und das geht nur, indem du auf dich schaust, ja, auf dich selber. Vielleicht ist dieser Herr, vielleicht ist der doch du selbst. Also das ist jetzt eine geschlechtslose Karte, weil ich weiß ja nicht, ob du männlich oder weiblich bist. Also ich würde sagen, das ist jetzt doch der Fragesteller und nicht der Herzmensch, weil du kommst jetzt bei dir an, ja. Und wenn man jetzt beides nimmt, das ist der Herzmensch ist und der Fragesteller, dann kommst du bei dir an, und dadurch, dass du bei dir ankommst, kannst du eben auch auf deinen Herzmenschen treffen, ja. Ich mache das jetzt mal so. Da ist jetzt der Fragesteller und der Herzmensch in einer Karte. Also ich lege jetzt auch die Lenormand-Karten nicht wie Lenormand, sondern tatsächlich ein bisschen erweiterter, was man ja auch mit diesem Deck von der Judith super gut machen kann. Also, Weckruf, es ist Frühling, du darfst aus deinem Winterschlaf, aus deinem Leid, aus deinem Tod erwachen, ja? Du darfst jetzt transformieren in dich hinein, in dich selber, darfst deine Seele erblühen lassen. Guck mal, wie schön du bist, ja? Guck dir diese Karte an, die ist total schön. Das bist du. Und in deine Kraft, in deine Eigenständigkeit, in deine Schöpferkraft eigentlich, weil wenn du umsetzen kannst, dann bist du auch in der Schöpferkraft und du lässt alles erblühen. Das ist jetzt der Zeitpunkt. Aber nur wenn du dich eben auch um dich kümmerst, sozusagen, ja, wenn du dich selber nährst mit allem, was du brauchst. Da gehört Sonne dazu, da gehört Natur dazu, da gehört natürlich auch die richtige Ernährung dazu, da gehört der richtige Ort dazu, die richtigen Menschen, richtig in Anführungsstrichen, richtig für dich. Also geh dorthin, wo du dich wohlfühlst, und dann nähre deine Seele, und dann kannst du aufwachen, dann kannst du in deine wahre Blüte kommen. Das ist die Blütenkarte, das ist deine Seele hier. Und dann kommst du nämlich bei dir an, und dann kannst du auch bereit sein. Es sind ja jetzt Frühlingsgefühle da, der Frühling ist ja da für deinen Herzmenschen, und kannst die ganze Fülle leben, die materielle, aber auch die emotionelle Fülle, ja. Das ist das, was dir die Karten, die seelenbunten Karten heute sagen. Die sind wirklich total schön und die passen wirklich zu den Frühlingsgefühlen, die gerade hier rumschwirren, zumindest in Andalusien. Vielleicht kommen sie ja auch bei dir an, oder vielleicht sind sie ja auch bei dir. Also hör den Weckruf, wach auf, steh auf aus deinem leidvollen Tiefschlaf, aus deinem Tod in Anführungsstrichen, und schäl dich. Nähre dich mit schönen Dingen, ja, mit schönen Dingen, nähre dich. Guck dir diese schöne Orangekarte an, ja. Das ist sowohl
körperlich, also Ernährung, Natur, als auch energetisch, dass du dich wirklich nur mit Dingen und Menschen und Orten befasst oder dorthin gehen, die dir wirklich gut tun. Und dann kram deine Intuition raus. Die Königin der Schwerter hat ja auch Intuition, das sagen uns ja die Katzen. Kram die raus und geh nur, mach nur das, was dir wirklich gut tut. Ja, und dann kannst du zu der Königin der Stäbe erblühen und wirklich das leben, was du bist. Und du bist ein absolut kraftvoller, eigenständiger, schöpferischer Mensch. Und dann kommst du bei dir nämlich an und kannst vielleicht auch auf deinen Herzmenschen treffen. Oder wenn du schon mit einem zusammenlebst, dann kannst du ihn vielleicht auch mit anderen Augen sehen. Ja, es kann ja auch sein, dass du bereits in der Beziehung bist. Und dann kann nämlich alles in die Fülle kommen. Wirklich in die Fülle. Alles. Nicht nur finanziell oder materiell, sondern alles. Fülle ist nicht nur materiell. Fülle ist auch oder finanziell. Fülle ist tatsächlich auch die Fülle der Emotionen, die Liebe. Ja, die Natur, was ja materiell im Prinzip ist, ist auch Fülle. Ja, dann kannst du das alles leben. Also eine ganz tolle, wundervolle Legung ist das. Okay, das war die erste Legung. Ich mache es heute nämlich mal kürzer, weil die sind eigentlich immer viel zu lang, die Legungen, finde ich. Also das war die Orange. Dann kommen wir jetzt zur Pink. Das ist die Pink-Legung. Machen wir mal ab, was hier steht. Let Love In. Wow, das passt ja zum Frühling. Und das bedeutet unter anderem natürlich auch die menschliche Liebe, die gelebte Liebe, aber auch natürlich die bedingungsfreie, unendliche kosmische Liebe. Ne? Das kann man jetzt auf beides beziehen. Die darfst du jetzt zu dir lassen, die darfst du jetzt empfangen, die Liebe. Die kosmische Liebe, die darfst du jetzt empfangen. Du bist jetzt bereit. Ne? Mal gucken, was jetzt hier kommt. Was ist? Ah, das ist ja die Liebeskarte hier in dem Deck. Ja, ich muss immer zweimal gucken, weil das ja die großen Arkanen und eine kleine zusammen hat. Das ist ja klasse. Das sind die Liebenden und die sechs der Herzen, die sind in dem Deck auch ja geben und nehmen und bedingungslos eigentlich. Es passt ja total zu dieser Karte. Ist ja total irre. Dann haben wir halt noch die Karte, wo du dann neue Wege gehst. Einen Abschied haben wir, einen Tod und die Sonne. Das ist ja die absolute Glückskarte. Wow! Ja, das passt ja zu meiner seelenbunten Legung. Das ist ja total irre. Der Hugo möchte auch was dazu sagen. Der ist auch schon ganz aufgeregt. Der hat mal kurz gegrüßt. Okay, also wir haben hier die Liebenden. Ja, das sind die Liebenden. Und die sagen ja zum einen, dass eben die Liebe kommt. Die haben wir ja hier auch schon in Let Love In. Es kommt Liebe zu dir, in welcher Form auch immer. Partnerschaftlich, vielleicht auch auf einer anderen Art und Weise. Vielleicht, dass du einfach auch die kosmische Liebe erkennst und wahrnimmst und auch leben lernst. Also die bedingungslose göttliche Liebe. Aber es sind ja auch zwei Menschen hier zu sehen. Also es geht sicherlich auch um die irdische Liebe von zwei Menschen. Und die sechs der Herzen, der Kelche ist ja die, wo es auch um Nehmen und Geben geht, ja, wo so zwei, ja, wo es einfach darum geht, das Schöne weiterzugeben. Es ist auch die Nostalgiekarte, aber jetzt in Verbindung mit den Liebenden ist es einfach, dass du die Liebe, die du empfindest, weitergibst und dass du sie auch empfangen kannst jetzt. Ja, jetzt ist die Zeit, dass das funktioniert, weil die Karte sagt ja, lass die Liebe in dich hinein. Lass sie leben. Vielleicht warst du die ganze Zeit noch ein bisschen blockiert. Das sagt auch eigentlich der Sarg und auch diese Karte hier. Der Sarg ist ja To, also auch To ist ja To, der Tod im Endeffekt. Und der sagt, dass was zu Ende geht. Das heißt, es geht jetzt eine Ära zu Ende. Auch diese Karte sagt das. Du nimmst
Du lässt alles hinter dir und lässt was, nimmst nur ein bisschen das, was du wirklich brauchst, mit, um was Neues zu entdecken, um neue Ufer, um zum neuen Ufer zu fahren. Und wahrscheinlich ist es jetzt so, dass du an einem Punkt bist, wo du die Liebe, die da ist, empfangen kannst. Ja, du lässt das Alte zurück. Ja, eigentlich müsste man die Karten so legen. Du lässt, also es geht was zu Ende, du lässt es zurück, ja. Und nimmst nur das mit, was du brauchst, und das ist eigentlich die Liebe. Ja, das ist die Liebe, die bedingungslose Liebe, die hast du, die kannst du jetzt entdecken, weil du dich öffnest. Öffne dich, die ist da, die will rein. Die will rein, die Liebe, die will zu dir. Und wenn du dich der Liebe öffnest, ja, der universellen Liebe, ja, der unendlichen Liebe, dann triffst du auch im Irdischen eventuell auf deinen irdischen Liebespartner, vielleicht ist es sogar die Seelenliebe, weiß ich das, keine Ahnung, aber die Karte ist so schön, die ist für mich vielleicht fast auch schon Seelenliebe. Und kannst diese Liebe, die du dann, auf die du dann triffst, auch, oder vielleicht hast du die auch ja schon und es ändert sich bei dir gerade, die kannst du dann auch wirklich bedingungsfrei lieben, weil das ist nämlich die Krux an Beziehungen, dass das nicht bedingungsfrei geliebt wird, dass man an Erwartungen festhängt. Und das brauchst du nicht mehr. Erwartungen brauchst du nicht mehr. Die kannst du zurücklassen. Die Erwartungen und die Bedingungen an was Liebe ja, die menschliche Liebe ja oft geknüpft ist, das kannst du hinter dir lassen. Jetzt geht es um die universelle Liebe, die du mit einem Partner teilen möchtest. Und wenn du bereit bist, diese universelle Liebe wirklich zu empfangen und weiterzugeben und auch zu leben, dann kannst du das auch in einer partnerschaftlichen Beziehung, ja. Und dann triffst du auch auf den Partner, der das auch kann. Und wenn du jetzt in einer Beziehung bist, dann wird sich die Beziehung entweder ändern, dass ihr eben nicht mehr diese Erwartungen habt und bedingungsfrei lieben könnt. Oder die Beziehung wird losgelassen und dass du dich eben der bedingungslosen, bedingungsfreien Liebe öffnen kannst. Weil wenn du mit einem Partner zusammen bist, der das nicht leben kannst, dann macht es keinen Sinn, bei ihm zu bleiben, wenn du dich selber dieser universellen Liebe jetzt öffnest. Dann wird die wahrscheinlich zurückbleiben, dann wird die beendet werden, ja, und du gehst alleine weiter. Oder ihr beide entdeckt es und ihr geht zusammen weiter. Oder du bist gerade in überhaupt keiner Beziehung und du beendest eben dein Leben, was auch voller Erwartungen und Bedingungen war, und entdeckst eben diese bedingungsfreie Liebe und kannst sie in dich reinlassen und leben und dann eben nur mit diesem kleinen Säckchen, mehr brauchst du nicht, voller Liebe zu neuen Ufern gehen, und dann triffst du sicherlich auch auf den Partner, der mit dir zusammen diese bedingungsfreie Liebe leben kann, ja. Auch toll, weil es passt auch zu den Frühlingsgefühlen. Und diese Karte sagt ja, hey, Sonne, das ist die absolute Glückskarte im Tarot, ja, im Lenormand. Das ist die absolute Glückskarte, die dir wirklich Erfolg auf allen Ebenen, ja, widerspiegelt. Also, und eben auch Glück auf allen Ebenen. Und wenn du das jetzt machst, diese bedingungsfreie, universelle, unendliche Liebe in dich hineinzulassen und dich von den Erwartungen, die man so hat, und Bedingungen immer mehr zu lösen, ja, dann kannst du diese Liebe auch irgendwann in einer partnerschaftlichen Beziehung leben, dann bist du bereit dazu und dann wird es eine ganz tolle Geschichte. Ja, das sagen dir diese Karte. Also lass diese universelle Liebe in dich hinein. Guck mal, wie schön die Karten sind, sowohl die Karte als auch die. Ich finde die total schön. So seelenbunt. Lass diese Liebe in dich hinein. Geh weg von den Erwartungen. Lass die Erwartungen und die Bedingungen hinter dir. Ja. Und leb nur noch diese universelle Liebe. Und dann wird dir ganz Tolles widerfahren. Das ist das, was dir dann widerfahren kann. Wow, und wenn du wirklich in einer Beziehung bist jetzt und diese universelle Liebe zu dir kommen will und du sie empfangen möchtest und dein Partner aber noch nicht bereit ist, dann lass ihn los. Dann hat es keinen Sinn. Dann lass ihn los, geh deinen Weg alleine und dann wirst du irgendwann auf den Partner treffen, der mit dir bedingungslos lieben und leben kann, ja.
Vielleicht ist der Partner aber auch bereit dazu, mit dir den Weg zu gehen, ja? Dann lass die alten Geschichten los und geh zusammen den Weg. Das ist jetzt, liegt jetzt an dir, wie du das, wie deine Geschichte ist, die kenne ich ja nicht. Aber da es geht wirklich darum, diese bedingungslose Liebe jetzt zu empfangen und auch zu leben, die Erwartungen und Bedingungen, die man immer wieder an Situationen, an Menschen und auch an die Liebe knüpft, dass man die hinter sich lässt, dass man die einfach sterben lässt, zu neuen Ufern geht, nur mit dieser bedingungslosen Liebe und mit sich selbst. Und dann kannst du eben diese wundervolle Liebe auch leben, zusammen mit anderen Menschen. Vielleicht ist es ja noch nicht mal ein Partner, vielleicht ist es ja auch eine Gemeinschaft, weiß ich's. Aber das ist eigentlich die Karte der Liebenden, also wo es um Partnerschaft geht. Und dann wird es eine ganz tolle Geschichte. Dann könnt ihr immer die Sonne feiern. Ja, wunderbar, toll. Wow, passt echt zu den Frühlingsgefühlen, die hier gerade so rumschwirren. Das ist ja total irre. Wow, ach, macht das Spaß, seelenbunte Legungen zu machen. Das ist nicht so schwer. So, dann haben wir jetzt hier die dritte Legung. Das ist Attract Success, also du ziehst Erfolg an. Ne? Auch toll. Mal gucken, was hier so kommt. Wow, da haben wir den Turm. Aber das ist auch die Erfolgskarte in den Stäben. Das ist ja jetzt spannend. Dann haben wir die drei der Stäbe, die ja auch für mich Erfolg bedeutet. Oh, ich lege das zu weit hoch. Was haben wir hier? Die Mäuse, was ja eigentlich Verlust bedeutet und Mangel. Das müssen wir jetzt ordnen. Und den Reiter, der frischen Wind reinbringt, der dir, und der geht, ah, das ist interessant, der ist ja geneigt zu den Mäusen. Vielleicht legen wir das mal so rum. Dann erzählen wir die Geschichte mal so rum. Das passt besser. Okay, wir haben hier die Mäuse. Ja, du bist wahrscheinlich gerade an einem Punkt oder warst an einem Punkt, wo du einen Verlust hattest. Ja, irgendeinen materiellen Verlust, ja, weil die Mäuse sind ja auch materiell. Die Mäuse nehmen einem was weg, die klauen ja was. Also ist es Verlust oder Mangelgefühle, kann es auch sein. Im materiellen, finanziellen Bereich, aber vielleicht auch im emotionalen Bereich. Das liegt jetzt an dir. Ich kenne deine Situation ja nicht. Da ist gerade die Situation oder die wird gerade beendet, dass du in einem Verlust bist, warst oder das gerade abstreifst oder in einem Mangelgefühl. Und da kommt jetzt aber frischer Wind rein. Da kam auf irgendeine Weise frischer Wind rein, irgendeine Nachricht, irgendwas, was das Ganze verändert, was zum einen ein Stück weit bei dir alles zusammenstürzen lässt, ja, aber auch den Mangel im Endeffekt zusammenstürzen lässt. Also irgendwas passiert, irgendjemand kommt, irgendeine Information, keine Ahnung. Irgendwas, was du nicht erwartet hast, kommt ganz plötzlich zu dir und lässt alles einstürzen. Der Turm ist ja Chaos, der stürzt alles zusammen erstmal. Aber auch eben dein Mangel, auch den Verlust, den du erlitten hast, der stürzt auch zusammen, ja. Und die sechs diese Karte hat aber auch die sechs der Stäbe in sich, die eigentlich Erfolg bedeuten, die einen Sieg bedeuten. Das heißt, das Mangelgefühl geht jetzt vorbei. Ja, da ist ich weiß nicht, was bei dir passiert ist, das geht vorbei. Das geht jetzt vorbei durch irgendwas, was zu dir kommt. Vielleicht öffnest du mal die Augen, was zu dir kommt. Irgendwas und das stürzt im Prinzip alles zusammen. Im Prinzip halt diesen Mangel, der stürzt zusammen. Ja, und daraus entsteht eigentlich was Gutes, nämlich ein Sieg. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, in welcher Situation du bist, deswegen muss ich das jetzt sehr allgemein halten. Und aus diesem Sieg heraus kannst du, also vielleicht hast du einfach über den Mangel gesiegt oder über diesen Verlust, den du hattest, ja, oder über das Mangelgefühl. Vielleicht siegst du einfach darüber, ne? Und daraus kann jetzt langsam aber sicher entstehen, dass du dir eben was aufbauen kannst, ja. Du kannst dir eine Basis erschaffen. Und aus dieser Basis heraus kannst du
agieren. Und da agierst du nämlich dann mit einem Selbstbewusstsein und einer Selbstverständlichkeit heraus, die du vorher nicht hattest, weil du ja im Mangel, im Verlust warst. Ja, du warst ja im Mangelgefühl, im Mangeldenken, im Verlustgefühl. Und wenn man im Verlust ist, kann man nicht selbstsicher und selbstverständlich agieren. Das geht nicht. Also muss jetzt irgendwas passieren, dass das alles zusammenstürzt und daraus kannst du dann, wenn du das, ja, du musst natürlich das auch machen, logischerweise, aus diesem Zusammensturz das Positive sehen und einfach dein umsetzen, dass eben, dass du den Sieg feiern kannst. Ja, also zum Beispiel kann ja sein, du hast eine Partner, du bist vielleicht, du hast einen Partner verloren. Also verloren im Sinne von, er hat dich verlassen, ja. Und du bist erstmal traurig. Und dann kommt aber irgendwas zu dir, also nicht ein neuer Partner oder so, aber vielleicht irgendwas Schönes. Es muss ja nichts Großes sein. Was, also eigentlich muss man es ja so legen, ne? Man kann sich ja alles so biegen, wie man will. Aus dem Mangel heraus stürzt alles zusammen, ne? Klar, so ist es. Aus dem Mangel heraus stürzt alles zusammen, ja. Und aus dem Zusammensturz kann dir aber der kann dir aber frischen Wind reinbringen in die ganze Geschichte, ja. Also wenn dein Partner dich jetzt zum Beispiel verlassen hat und du im Mangel bist, weil du natürlich traurig bist, er hat dich verlassen, das ist ein Verlust, und du stürzt erstmal alles zusammen, kann es aber sein, dass du aus diesem Verlust heraus vielleicht zu dir findest, ja. Mal mit dir bist und nicht mit dem Partner und vielleicht diese Chance ergreifst, mal zu dir selber zu finden, ne? Und dann kannst du einen Sieg, das ist ja wie so ein kleiner Sieg, und daraus kann dann dein Selbstbewusstsein und deine Eigenständigkeit agieren. Zum Beispiel, vielleicht hast du auch deinen Job verloren, ja? Und das schürzt alles zusammen. Aber aus diesem Zusammensturz heraus kannst du aber auch auferstehen. Kannst entweder selber was machen, selber was entwickeln, dir selber ja selbstständig werden. Vielleicht hast du irgendein Talent, vielleicht hast du irgendein Talent, was du plötzlich entdeckst, ja, was zu dir kommt. Oder es kommt eine viel bessere Arbeit zu dir, ja, kann natürlich auch sein. Das kann der Reiter auch bringen. Und dann bist du wieder voll im Erfolg und dann kannst du dir wieder was aufbauen. Also ein Zusammensturz ist immer auch was Gutes und der bringt dir immer auch was Gutes, ja? Der Zusammensturz im Endeffekt, ja? Also wenn du jetzt im Mangel bist von irgendwas, ich weiß nicht, wenn du irgendwas verloren hast, deine Partnerschaft, dein Job, vielleicht bist du auch im absoluten Geldmangel, dann stürzt alles zusammen. Ich kenne das, ich bin auch öfter mal im Geldmangel. Das ist aber nur ein Mangelgefühl, weil eigentlich bist du ja immer in der Fülle. Und das stürzt zusammen, aber aus diesem Zusammensturz kann immer was Neues entstehen. Nur aus dem Zusammensturz kann was Neues entstehen. Und es entsteht was Neues, weil da irgendjemand ist, irgendetwas, was dir was bringt, frischen Wind in die Geschichte. Weil es musste zusammenstürzen, weil da nichts mehr da war. Ja, so sieht es nämlich aus. Jetzt komme ich langsam in Fahrt. Ich habe ein bisschen gebraucht, um die Karten hier zu sortieren. Es musste was zusammenstürzen, weil nichts mehr da war. Klar, es war nichts mehr da, du warst ja im Verlust. Und dadurch kann jetzt frischer Wind in dein Leben kommen. Dadurch kannst du nämlich aufstehen und den Sieg feiern über dich selber, über die Situation. Und dadurch kannst du nämlich jetzt anfangen, dir selber was zu erschaffen, in dir drin oder im Außen, wie auch immer, und dir eine eigene Basis zu schaffen. Das ist jetzt ein bisschen Arbeit, aber du hast jetzt die Chance, wirklich aus dem Verlust heraus, aus dem Zusammenbruch heraus, zu agieren und was Neues zu erschaffen, nämlich auch in dir drin und im Außen, und dir eine Basis zu erschaffen, von der du dann letztendlich selbstbewusst und selbstverständlich agieren kannst, aus dir heraus, und somit kommst du nämlich in den Erfolg, ja, in deinen Erfolg. Erfolg im Sinne von, weiß ich nicht, bezogen auf die Arbeit, auf die Finanzen, materiell, vielleicht auch emotional. Ich weiß ja nicht, was bei dir gerade zusammenbricht, ne? Das ist der Punkt. Also lass es ruhig zusammenbrechen. Ja, nimm den Verlust an, den du erlitten hast. Durch den Zusammenbruch kommt frischer Wind in dein Leben. Und der bringt dich nämlich zu den sechs der Stäben,
die eigentlich einen Sieg bedeuten. Du siegst darüber, weil der Zusammenbruch ist passiert, weil da nichts mehr war. Da war nichts mehr. Wenn da eine Partnerschaft war, dann war die nicht mehr schön. Wenn da ein Job war, der zusammengebrochen ist, den du verloren hast, dann war der nicht mehr gut für dich. Dann musst du das ändern. Dann musst du das zusammenbrechen. Dann musstest du den verlieren, damit du was ändern kannst. Wenn es um Finanzielles geht, vielleicht muss man manchmal einfach auch an seine finanzielle Grenze kommen, um neue Ideen zu bekommen, um neue Wege zu gehen. Das ist der frische Wind, der dir hilft, was Neues aufzubauen und dann wieder in den Erfolg zu kommen. So sieht's aus. Und der Frühling, der hilft dir. Ja, diese Frühlingsenergie, die hier gerade rumschwirrt, die hilft dir dabei. Das ist der Reiter. Der bringt dir neue Ideen, vielleicht auch, und neuen Schwung in deinem Zusammenbruch, so dass du dich wieder aufraffen kannst und in deinen eigenen Sieg kommen kannst, ja, den Turm wieder aufbauen kannst, aber anders, nämlich so. Das ist deine Seele hier, ja, das bist du. Das ist deine Basis. Die kannst du aus dem zusammengebrochenen Turm aufbauen und deinen eigenen Sieg feiern und dann kannst du nämlich wieder in den Erfolg kommen. Das ist jetzt sehr abstrakt, weil ich eben deine Situation nicht kenne, aber du wirst schon wissen, um was es geht. Wenn ein Turm zusammenbricht, dann ist das immer auch, wenn irgendwas verloren geht und irgendwas zusammenbricht, dann ist das immer auch ein Neuanfang. Und dieser Reiter hier, der sagt dir, dass der Zusammenbruch vom Turm frischen Wind reinbringt. Nutze diesen frischen Wind. Du wirst ganz tolle Ideen bekommen oder ganz tolle Dinge werden auf dich zukommen. Ergreif diese Möglichkeiten. Die sind nur von kurzer Dauer. Ergreif das, was zu dir kommt. In dem Moment, wo jetzt bei dir alles zusammengestürzt ist, kommt irgendwas zu dir. Ergreif diese Chance. Und das ist nämlich das Ding, wo du dann dir deine Basis mit aufbauen kannst. Deine wirkliche Basis. Nicht das, was zusammengebrochen ist. Das war nicht deine Basis. Das warst nicht du. Das ist dein Seelensein hier. Das ist deine Basis. Dein Selbstbewusstsein, deine Selbstverständlichkeit, das Leben zu leben. Das ist dein buntes Seelensein. Und deswegen musste der Turm zusammenbrechen. Also guck genau hin, was zu dir kommt jetzt. Das ist ganz wichtig. Guck genau hin und handle ganz intuitiv und spontan aus deinem Chaos heraus und erschaffe dir was Neues. Das sagen dir die Karten. Ja. Sei achtsam. Es kommt irgendeine Möglichkeit auf dich zu, die ganz schnell kommt und ganz schnell aber auch wieder weg ist und die darfst du ergreifen. Und dann kommst du nämlich bei dir an, in deinem Seelensein, in deinem Zuhause, in deinem, ja, und kannst dann den wirklichen Erfolg auch anziehen. Und Erfolg muss nicht immer auf materieller Ebene sein. Es kann ja auch auf der emotionalen Ebene sein oder ja, ne? Das sagen dir die Karten. Also ganz tolle Karten auch Seelenbund. Ja, das war's. Ich wollte heute auch nicht so lange machen. Ich hatte übrigens eigentlich auch eine Legung vorbereitet, die etwas schwerer war und etwas länger. Die habe ich auch schon hochgeladen, wollte sie jetzt eigentlich veröffentlichen. Aber heute habe ich gedacht, muss Seelenbundes her, wirklich Seelenbundes. Und die Legungen waren ja auch Seelenbund bei allen, auch wenn eine jetzt vielleicht ein bisschen im ersten Blick nicht so schön aussah, aber es sind seelenbunte Legungen. Du kommst bei allen Legungen bei dir an und bei allen Legungen wird gefeiert. Ja, und ich finde es so schön. Guckt euch doch mal auch diese Farbzusammenstellung hier an. Ist es nicht toll? Also ich muss, glaube ich, das Secret Language Color Deck auch mal vorstellen. Das ist ein ganz tolles Deck. Ja, ihr Lieben, ich weiß ja nicht, wo ihr lebt und wie bei euch gerade so das Wetter ist oder der Frühling oder was auch immer. Ich wünsche euch einen wirklich wundervollen seelenbunten Tag, eine seelenbunte Zeit. Wer Frühlingsgefühle hat, lebt diese Frühlingsgefühle, lebt die wundervollen Gefühle, die gerade es ist. Also ich spüre gerade nur Schönheit, fühle ich gerade. Lebt das und dann wird alles gut, gell? Ich wünsche euch einen ganz tollen seelenbunten Tag. Alles Liebe, tschüss.